Hi Leute und willkommen zurück. Wir machen jetzt erstmal den Mainquest weiter. Ich wollte jetzt hier nur mal kurz schauen, was hier drin ist. Weil es sind verschiedene Ebenen, wo man Hemmstoffe freischalten kann. Da bin ich mir gerade noch ein bisschen zu unsicher für. Ich glaube, da machen wir eine komplette Extra-Folge dann dafür. Dass wir uns mal so ein Labor vornehmen. Das ist perfekt für einen Wallrun. Yay! Oh. Da hat irgendjemand die Peacekeeper umgebracht. Ich habe wieder meinen Speer. Super. Peacekeeper, Leute, ihr wisst, dass eure Leute da drüben tot sind, oder? Rüstige Axt. Gesundheitsheilung bei perfekten Blocken. Nee. Ich will auch meinen Bogen loswerden, weil der ist nichts wert. Der ist einfach nur Schrott. Irgendwelche Mats, die ich gebrauchen kann, weil Teile brauche ich auf jeden Fall. Beim anderen Zeug bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich da so viele brauche. Ja, kann lassen. Hey, sollst du nicht den Speer fallen lassen? Aber was ist, wenn sich zu viel Strom in der Luft befindet? Ach nee, nicht wieder die Verrückte. Hast du eine Ahnung, wie man sich vor schädlichen... Wie will sich vor Strom schützen? In so einer beschissenen Zeit würde ich ehrlich gesagt eher den Strom suchen. Na, schaffen wir es rein? Ja. Ist er wieder in seinem Bungalow im Keller? Mit seiner französisch sprechenden Freundin? Und dann habe ich mit dem Angriff. Hey, ich war vorbei, wieder damit anzufangen. Und wie hat man die Kraft dazu, mit dem ganzen Tag zu machen? Blöd, dass man hier drin nicht klettern kann. Da könnten wir ordentlich abkürzen. Oh Mann. Der wohnt da echt im Dreckloch. Wahnsinn. Na, was geht denn da ab? Er ist schon ein Schnuckelchen, nicht wahr? Willst du mit? Je mehr, desto besser. Okay. Nein, danke. Habe ich dich in Verlegenheit gebracht? Tut mir leid. Ich habe nun mal diese Wirkung auf Menschen. Ich warte auf dich, aber beeil dich. Ach Aiden, warum machst du nicht mit? Ich muss zugeben, ich bewundere deine Beharrlichkeit. Ich bin schon fast neugierig, was du tun wirst, nachdem ich dich wieder zum Teufel gejagt habe. Du wirst es bereuen. »16 Jahre alter Highland Single Malt. Im Jahr vor dem Ausbruch der Pandemie abgefüllt.« Yummy. Was läuft da für Musik? Ich habe gelesen, dass ein Fass von diesem Zeug bei einer Auktion für über eine halbe Million Dollar verkauft wurde. Was für ein vorzügliches Geschenk. Ich traue dem Typen irgendwie nicht. Was macht er denn da? Warum hat es so lange gedauert? Er hat mir viel zu lange da dran rumhantiert. Ablehnen. Du hast recht. Man sollte Liebe und Arbeit nicht vermischen. Das führt zu nichts Gutem. Was soll ich sagen? Du hast meine Schwachstelle gefunden. Du bist also immer noch hinter diesen Lampen her. Hat Matt dir gesagt, wozu er sie braucht? Wozu er sie wirklich braucht? Ja, um die Kontrolle über den Fernsehturm zu erlangen. Was? Meint er das ernst? Ist er verrückt? Das hat seit über einem Jahrzehnt niemand mehr versucht.
Scheint gefährlich zu sein, deswegen die Lampen. Aber Lampen brauchen Strom. Soviel ich weiß, gibt es dort nirgendwo Saft. Die Menschen haben es ohne Strom versucht. Helden wie auch Idioten. Alle endeten als Snacks für die Schattenjäger. Das ist Mads Problem. Was interessiert dich das? Es interessiert mich, weil irgendwas nicht stimmt. Spürst du das nicht auch, Aiden? Ja, schon, aber... Mad wird die Verteidigung der Stadt gegen den nahenden Angriff des Schlechters vorbereiten. Wir sollten also damit anfangen, ihm ein Denkmal zu setzen, was? Einziges Problem, der Schlechter plant gar keinen Angriff. Woher weißt du das? Ich habe da meine Spione. Auch unter den Abtrünnigen. Seit dem Ende des Krieges besetzen wir das Stadtzentrum, während der Colonel im Staudamm hockt. Einmal den Hebel betätigt und schon steht die halbe Stadt in einer giftigen Brühe. Der Colonel ist nicht blöd. Er weiß, dass ein Krieg das Ende aller Dinge bedeuten würde. Warum also hat der Schlechter die Kantine angegriffen? Die ist im Stadtzentrum. Gute Frage. Vielleicht kam der Befehl hierzu ja nicht vom Colonel. Hier ist noch etwas anderes am Laufen. Irgendwas, das wir noch nicht verstehen. Was ist mit den UV-Lampen? Warum will er die dann? Jack hackt irgendwas aus. Er bestellt jetzt schon seit einiger Zeit viel mehr Lampen, als er normalerweise brauchen würde. Und dann verschwinden immer einige dieser Lampen. Aber kein Mensch kann sagen, wohin. Warum sollte Jack UV-Lampen abgreifen? Und hier, mein Freund, nimmt das Mysterium seinen Lauf. Jack ist nie darüber hinweggekommen, dass er den Schlechter nicht besiegte, als er vor Jahren die Gelegenheit dazu hatte. Er wusste, wenn er am Staudamm angreift, dann schließt der Colonel die Schleusentore. Und dann spült der steigende Wasserpegel die Chemikalien aus dem Boden, die sich dann durch alles brennen, das in dieser Stadt lebt. Es ist eine Pattsituation seit über 10 Jahren. Jeder wartet darauf, dass der andere den nächsten Zug macht. Doch dann hat jemand den Strom eingeschaltet und etwas änderte sich. Und die Abtrünnigen griffen die Kantine an. Es geht nicht um meine Gesundheit, Juan. Ich brauche die Lampen. Um herauszufinden, was mit deiner Schwester passiert ist, richtig, Aiden? Ich habe dir gesagt, dass ich meine Spione habe. Ich könnte vielleicht etwas über Waltz und deine Schwester herausfinden. Vor allem über den GRE-Wissenschaftler, den du und Mad kontaktieren wollen. Mit meinen Mitteln sollte ich den sogar schneller finden können als Mad. Ich glaube eh kaum, dass der den überhaupt findet. Auf der einen Seite glaube ich, er kann das, aber ich vertraue dem Typen halt überhaupt nicht. Außerdem ist er ein Stößel und ein Pinkel. Nee. Woher weiß ich, dass du mich nicht für deine eigenen Zwecke ausnutzt? Ich bin nicht dein Feind, Aiden. Es ist schade, dass du das nicht erkennst. Du kriegst deine Lampen. Du musst nur mit dem Moulin reden. Wer ist das? Das ist mein Mann. Ich habe ihn losgeschickt, um noch mehr Lampen zu besorgen. Hat sich aber länger nicht bei mir gemeldet. Wo finde ich ihn? Irgendwo hier. Zumindest sagte er das letzte Mal. Spür ihn auf und komm dann wieder zurück. Geht klar. Ihr macht jetzt... Weißt ja, wo ich bin. Ich würde es gar nicht wissen, was ihr jetzt sagt. So, was haben wir denn? Ein Parcourspunkt. Das könnte Sinn machen, ja, das gönne ich mir. Den Landesprung. Na, was macht ihr da drin? Oh, nix. Nee, wir gehen Full Peacekeeper. Völlig egal, was die Antworten, Lösungen sind. Harrington, Lighthouse. Du hast leicht reden. Du hast ja keine Probleme. Ich sag dir was. Gestoppt von einem Stuhl. Kein Problem. Rezept. Oh, da hat sich jemand ausgedruckt. So, was haben wir denn hier für einen Quest noch? Ist das von den Gefangenen Quest? Oder was ist das hier? Oder gibt es eine neue Aether Quest? Das wäre auch cool, wenn der jetzt wieder auf den Beinen ist.
Liegt der jetzt da noch drin? Ja, okay, der pennt noch. Schade. Hat schon gehofft, da wäre jetzt irgendwas passiert. Die PKs stehen. Finde ich gut, dass die PKs hinter mir stehen. Weil ich glaube, die haben ein bisschen mehr Schlagkraft als die Überlebenden. Trotzdem komisch, wo ist denn jetzt diese blöde Quest hier? Unter mir. Wie halt die Wege mit einem Stuhl geblockt sind. Kommst du dir vor wie ein kleines Kind? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Nein. Oder? Und? Na gut, schön. Du wirst sowieso ablehnen. Komm schon. Ach so, die los. Reden mit sich selbst, nicht mit mir. Können wir die Stiefel wieder tauschen? Von deinen bekomme ich Blasen. Ich bin mal gespannt, wie diese Landesprung taugt. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Die See ist abgenutzt. So, wir müssen jetzt irgendwo hin. Du da! Betreten verboten! Dieser Schiff ist entscheidend für uns. Ja, ja, Klappe. Hör zu euch. Na, es wird ja schon wieder Tag. Na, du schwammiger Schoda. Oh. 64 Meter, da müssen wir hoch, oder? Eine Jagd können sie mal wirklich was starten, das hilft mir nicht. Was geht hier unten ab? Wow! Da ist ein Spucker! Toll. Den. Warum sind denn hier so viele von den Dingern? Oh Scheiße, er wieder. Er kommt. Hey, ist da jemand? Ich höre irgendwas. Höre nur ich das Schleifen? Sicher ernsthaft, dass alles blieb? Oh. Muss ich echt, dass alles blieb? Komm da nicht rein. Los, schüttel dich ja. Was soll denn das? Muss ich echt erst aufholen? Jetzt? Ja, ich hab doch was gehört. Achso, einen hat man schon mal. Ist das ein Rammer? Was ist denn jetzt? Oh. Wow, was war denn das? Ich kann mich teleportieren. Das war weird. Ich will die eigentlich nicht in euch verschwenden. Okay, der Stein ist für mich.
Essen gehen. Oh Mann, was machst du denn? Wow! What? Ey, ey. Abrissbirn. Wo ist er denn? Ja, das war schlecht gezielt. Aber ich habe ihn getroffen. Hier soll ruhig Steine werfen. Ich glaube nicht, dass die mir hier irgendwas anderes machen. Oh, in der Luft erwischt. Oh, Jesus. Was bist du für ein Drecksack? Hier reinzugehen. Kommt der nicht mehr? Doch. Bin ich froh, dass ich starke Messer habe. Richtig blöder Gegner. Wo kommen die denn jetzt? Komm hoch. Komm schon. Hey, schau mal. Ich finde die Dinger, no shit, beängstigender als die großen. Wegen dem ganzen Gegrunze und Rumgeschrei. Nee, komm schon, jetzt reicht's langsam. Schaden mache ich dem eigentlich mit meiner Armbrust. Ja, es geht. Oh, ist das mies, was ich hier mache. Ja, ich gönne mir jetzt noch eine Heilung und dann mache ich einen Melee fertig. Was soll denn das? Hast du sehr gut gemacht. Fuck, jetzt ist da schon wieder was explodiert. Der wirft wieder was auf mich, oder? Mann, diese kleinen Dinger gehen mir richtig auf die Nerven. Jetzt komm schon hoch. Ich habe wieder meine Penne aus. Na komm, werf irgendwas. Naja. Komm. Mach Sprinti, Sprinti. Warum halten denn die Dinger so viel aus? Ja, komm, werf. Los mit dem Kack hier. Ekliger Gegner. Aber ich muss die ganzen normalen Dinger looten, weil Trophäen.
Das waren ja keine normalen. Jedenfalls die meisten. So. Gut gemacht, Mann. Dem hast du's gezeigt. Du bist ein verdammter Superheld. Diese Bestie hat uns hier eingesperrt. Ist einfach nicht abgehauen. Hat uns angegriffen, als wir hier ankamen. Mark hat ziemlich übel erwischt. Wir konnten gerade noch abhauen und haben uns hier verkrochen. Erst vor kurzem wurde es dann endlich still. Wir dachten, das Ding wäre abgezogen. Und dann hämmerst du plötzlich gegen unsere Barrikade. Und alles ging von vorne los. Ich suche der Moulin. Habt ihr den gesehen? Oben. Ach, komm, los. Suchen wir dir einen Arzt. Mach dich bereit. Das könnte wehtun. Was haben sie mit dir gemacht? Siehst du ganz okay aus. Und ganz ehrlich, wenn so ein Charge-Ding hier rumläuft, würde ich doch ins obere Geschoss gehen. Der Moulin, oder? Ich bin Aiden. Nicht übel, nicht übel. Aiden? Freut mich. Du hast echt was drauf. Und siehst gar nicht nach einem Peacekeeper aus. Also, wer bist du? Juan hat mir gesagt, ich soll nach dir und den Lampen sehen. Ah, die Lampen. Kinderspiel, sagt er. Von wegen. Ein paar haben wir gefunden, aber eine reiche Beute würde ich das nicht gerade nennen. Und wir haben teuer dafür bezahlt. Der Corporal, den die Bestie da draußen getötet hat, hat einen Bruder in der Einheit. Er wird am Boden zerstört sein. Im Moment ist er mit einem Trupp unten im Süden auf der Lower Dam Promenade. Sie haben sich nicht gemeldet. Na, das klingt nicht gut. Wir müssen ihn finden. Die Mutter des Jungen hat erst letzte Woche ihren Mann in einer Dark Zone verloren. Und jetzt auch noch einen Sohn. Wenn der andere Sohn auch noch stirbt, das kann keine Mutter ertragen. Ich gehe sie suchen. Gut. Der Junge heißt Sebastian. Die Inseln sind sehr gefährliches Gebiet. Umso mehr, seit die Abtrünnigen sie überrannt haben. Je früher du aufbrichst, desto eher findest du sie lebendig. Ja, glaube ich auch, aber... Wer sagt, dass ich sie lebendig finden will? Ach, ich komme gar nicht raus. Danke für alles, was du da draußen getan hast, Mann. Bitte, bitte. Ziegelstein. Ein Klempnerhammer, die beste Waffe im Game. Extra nur um hier hochzukommen? Hey, alles klar bei dir? Na toll. Die vom Nachschub sind ein ziemlich hilfloser Haufen, wie es scheint. Was hast du erwartet? Das sind ganz normale Leute von vor dem Niedergang. Handwerker, Lehrer, Gärtner, keine Kämpfer. Lasst mal euch auf! Kein schwieriger Job. Doch, geh. Aber denk dran, eine Fehlfunktion musst du mitgehen. Jetzt wieder an das Ding rein. War es nicht dasselbe von vorhin? Ich weiß es nicht. Da gibt es so viele von. Ich kenn mich schon gar nicht mehr aus. Du kriegst mich heute nicht auf Streit. Da ist wieder ein Gemälde, aber das haben wir, glaube ich, schon. Ach ne, das ist einfach ein Poster. Was steht da drauf? Escapados? Ist das wieder Bierwerbung? Ich glaube eher Kleidungswerbung. So, ihr Peacekeeper, ihr könnt mir doch helfen, ja, vermisste Einheit zu finden, oder? Hemmstoffbehälter? In der U-Bahn, oder? Ja, da ist eine U-Bahn. Geht's noch langweiliger? Was heißt denn noch langweiliger? Was hast du denn für ein Problem? Dass der Strom wieder läuft, wird den Verlauf des Krieges verändern. Ich hörte, die PT-Ingenieure arbeiten an Alarmanlagen und elektrischen Fallen.
Würde und Frieden. Die elektrischen Fallen haben wir doch schon. Oh, da sind sie doch. Geh mal einfach rein. Scheiße. Was geht hier ab? Abtrünnige. Noch mehr. Schon wieder? Das ist doch Wahnsinn. Da stecken bestimmt dieser Schlechter und dieser Brust dahinter. Aber warum gerade jetzt? Sebastian, meldet euch um. Bin ich nicht mehr zu euch? Nee, ich will ein Lebenszeichen. Jetzt ist das Eingemachte. Wow, den hat der Schlag noch erwischt. Gib mir ein Lebenszeichen. Das ist ein Abtrünniger, oder? Hab deine Männer gefunden. Ein paar zumindest. Tut mir leid. Sie sind tot. Aiden? Bist du sicher? Wie viele? Zwei Leichen. Beide ziemlich tot. Im Trupp waren 5 Mann. Es muss noch 3 andere geben. Es gibt noch Hoffnung. Okay, ich suche sie. Die überlebt haben. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Okay, hier könnte ich hochklettern. Da gehen auf jeden Fall Fußspuren weg. Den können wir ja mal hinterher. Die waren total durchgeknallt. Wahnsinn. Ich weiß. Irgendwas ist mit ihnen passiert. Das waren ganz normale Soldaten. Zumindest die meisten von ihnen. Aber jetzt benehmen sie sich eher wie lebende Virusträger. Sie sind total verrückt. Töten alles, was ihnen in die Quere kommt. Verrückt? Was meinst du? Was zum Fuck macht er, oder? Warum brennt er? Williams behandelt sie wie Tiere. Und dann werden sie wild. Also ist der Schlechter wirklich durchgedreht, wie alle sagen. Verrückt und unberechenbar, wie es scheint. Blutspur folgen. Ich weiß gar nicht, wo die Blutspur endet. Ich hab nicht aufgepasst. Muss das hier durchgehen? Ich finde es sehr suboptimal, dass der gerade Zeug auf mich hört. Genau deswegen. Oh shit. Das ist sehr schlecht. Treibstoffbehälter erkannt. Komm ich denn hier nicht aufs Dach? Was ist denn das für eine Kacke? Das ist wieder typisch für mich. Ich habe wieder keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ja, da drüben sind sie doch. Helmstoffbehälter erkannt. Du lebst nicht mehr lange. Wow, der hat einen Zweihand-Hieb abgeblockt? Ja, trau dich runter. Komm schon. Männer. Waren das die? Ich weiß es nicht. Da muss ich jetzt wirklich runter an den Blutspuren folgen. Na egal, das finden wir nächste Folge raus, würde ich sagen. Mir ist das jetzt hier ein bisschen zu. Vielleicht. Ah, da drüben, okay. Machen wir in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann. Ciao.